Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Cool, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es mal wieder um eine mächtige Waffe in Zelda Tears of the Kingdom. Und zwar um eine Waffe, die nicht zerbrechen kann und die sogar einen Schaden hat von ungefähr 170 bis 180, je nachdem, wie ihr euch diese Waffe herstellt. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Wir holen uns erst einmal eine Waffe auf dem Schloss Hyrule. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, aber wir machen das jetzt hier nochmal. An dieser Stelle müssen wir, ich mache das immer vom Turm am Spähposten aus. Also ich finde diesen Turm ganz cool, der ist ziemlich nah dran. Also einfach hier hingehen, uns in die Lüfte schießen lassen und dann können wir ganz, ganz locker da hochfliegen. Eigentlich gar kein Problem. Hier im Thronsaal zeige ich euch mal den Weg. Einfach links hoch, hier die Treppen hoch und dann direkt nochmal nach links. Und dann schaut mal hier oben auf der rechten Seite nach. Da müsst ihr ein Stückchen hochspringen. Und da findet ihr diese Waffe, und zwar eine Garde-Zweihänder-Waffe. Die brauchen wir, also macht Platz in eurer Waffentasche, schmeißt irgendeine Billigwaffe weg und hebt die hier auf. Ich zeige euch die nochmal, das ist die hier, Stärke 32. Danach geht es weiter, hier in der Nähe vom Todesberg. Habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem Video, und ich habe euch hier ein paar Octoroks markiert. Sucht euch irgendeine Stelle raus, denn da müssen wir auf jeden Fall noch was erledigen. Also ihr findet hier einige Octoroks. Wenn ihr angekommen seid, speichert einmal hart ab, falls hier irgendwas schief läuft. Und jetzt lauft ein bisschen näher ran an den Octorok und schmeißt die Gardewaffe auf den Boden. Er muss sie einmal einsaugen und wir hoffen, dass er uns einen Bonus gibt, und zwar den Gnadenstoß, Leute. Den brauchen wir. Ich habe hier alles versucht. Wir bekommen keine Angriffsstärke 10. Wir brauchen erstmal den Gnadenstoß. Ihr seht hier, Haltbarkeit unten rechts brauchen wir nicht. Also einmal neu laden. Ich habe auch nochmal den Octoroks gewechselt. Und der hier hat mir jetzt den Gnadenstoß gegeben. Seht ihr das da unten als Bonus? Das passt alles. Jetzt können wir zu dem ersten Octorok zurück. Einmal speichern. Und hier werfen wir die Waffe noch einmal rein. Denn wir brauchen Angriffskraft plus 10. Wie gesagt, ich habe alles versucht. Ohne Gnadenstoß vorher kriegen wir das nicht. Und jetzt seht ihr das, Angriffskraft plus 10. Das ist jetzt erstmal eine mega geile Waffe. Hier speichern wir einmal ab. Und jetzt geht's weiter. Wir brauchen hier dieses Säbelhorn. Wo bekommt ihr das her? Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und zwar in der schwebenden Arena im Untergrund. Wie kommt ihr dahin? Eigentlich ganz easy. Es gibt hier einen Abgrund in der Nähe. Das seht ihr jetzt hier. Hier ist dieser Abgrund. Am besten geht ihr zum Turm in der Ebene von Hyrule und fliegt dann dorthin, zu diesem Abgrund. Ganz einfach, und dann springt ihr in diesen Abgrund rein und kommt dann hier unten raus in dem Untergrund sozusagen. Hier kommt ihr raus und dann ist es nicht mehr weit. Einfach hier links rüber und das war's auch schon. Aktiviert am besten die ganzen Wurzeln, zumindest die eine hier links, die hier, dann ist es ein bisschen heller. Und was müsst ihr hier machen? Hier müsst ihr gegen 5 Leunen kämpfen. Dazu habe ich aber auch ein cooles Video gemacht, der Leunentrick. Denn da könnt ihr einen Stein mit reinnehmen. Den seht ihr jetzt hier. Und da könnt ihr immer auf den Stein klettern und in den Slow-Motion-Modus gehen und die Leunen ganz einfach besiegen. Denn wir müssen die auch besiegen, denn da bekommen wir dieses Säbelhorn her, das wir auf jeden Fall brauchen. Eines der stärksten Items überhaupt. Und mit diesem Item machen wir jetzt eine Synthese. Und dann haben wir eine Waffe Stärke 97. Die reicht noch nicht. Die müssen wir jetzt fast kaputt machen, Leute. Also ein paar Mal auf den Boden schlagen, bis sie fast zerbricht. Und dann haben wir eine Waffe Stärke 194. Und die duplizieren wir gleich. Eigentlich, seht ihr das jetzt hier, habe ich schon ein paar Stück davon. Aber so soll das dann nicht sein. Deswegen schmeiße ich die mal ganz kurz raus. Denn ihr habt ja normalerweise nur eine. Also eigentlich sieht das dann bei euch jetzt so aus und die duplizieren wir jetzt. Wie geht das? Wir speichern einmal normalerweise ab. Ganz einfach. Danach werft ihr die Waffe raus, die ausgerüstet ist. Einmal die rausschmeißen, die ausrüsten, Doppelklick auf Plus sozusagen, die Waffe auch wieder rausschmeißen und einmal laden. Ihr müsst wirklich schnell auf Plus drücken, weil oftmals Leute gefragt haben, wieso geht das nicht. Und da liegt die Waffe eigentlich hier rum. Wenn das nicht funktioniert hat, da habt ihr wahrscheinlich zu langsam auf Plus gedrückt. Und das Ganze müsst ihr jetzt dreimal machen, sodass ihr viermal diese Waffe habt und einmal das Message Not Found Schwert. Okay? Das rüsten wir jetzt einmal aus.
das Masterschwert, habe ich auch im Video gemacht. Und dann speichern wir ab, also das geklonte Masterschwert. Und jetzt geht's los, Leute. Wir schmeißen hier einmal eine Waffe raus. Eine von diesen starken. Und die anderen drei müssen hier in so einer Reihe liegen. Okay, ganz wichtig. Jetzt suchen wir uns eine Wand raus. Es geht auch hier an dieser Wand. Ihr könnt das auch an einem Schrein machen, wo ihr wollt. Und wir nehmen ein bisschen Abstand. Ungefähr so. Und jetzt wählen wir ganz links diese Waffe hier aus. Einmal ausrüsten und fangen auf der rechten Seite an, die Waffen rauszuschmeißen. Also einmal die hier und die ausgerüstete. Das Masterschwert rüsten wir jetzt aus. Drückt zweimal auf Plus, Leute, ganz schnell. Wenn hier keine Waffen erscheinen, hat es eigentlich geklappt. Und dann schmeißen wir das Masterschwert raus. Drücken einmal auf B und holen uns die Waffe hier, die wir hingelegt haben vorher. Und schaut mal jetzt hier, wir haben jetzt ein Masterschwert Stärke 85 und das blinkt rot. Ihr seht, oben links habe ich auch so ein Schwert, das blinkt aber nicht. Das heißt, das Schwert jetzt hier hat eine doppelte Angriffskraft. Was allerdings fehlt, ist die Angriffskraft plus 10, Leute. Die ist irgendwie nicht mitgenommen worden. Also wenn ihr das schafft, dann habt ihr ein Schwert eigentlich Stärke 95. Aber egal, ich habe jetzt Stärke 85 mal 2, also ist das mega krass, 170. Ihr seht jetzt auch, die Waffe ist jetzt sehr langsam. Das heißt, ihr müsst einmal eine andere Waffe ausrüsten und dann nochmal das Masterschwert. Und dann habt ihr es wirklich und ihr seht jetzt, das ist jetzt ein Masterschwert, das ist unzerbrechlich, Leute. Mega geil. Und jetzt zieht euch das mal rein, wie ihr damit kämpfen könnt. Hier sind auch direkt schon mal ein paar Gegner. Rennt einfach mal drauf los und ihr seht mal, wie schnell das geht. Schaut euch das mal an. Die Bockblins halten einen Schlag aus. Also mega heftig. Holt euch auf jeden Fall diese Waffe. Es lohnt sich definitiv. Das geht sowas von schnell und damit könnt ihr jetzt wirklich alle zermöbeln. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, wenn ihr fertig seid, speichert einmal ab, Leute. Ist ja logisch, damit ihr die Waffe habt. Hier auch nochmal ein Hinweis, da steht immer, die Kraft des Masterschwertes geht zur Neige. Immer wenn wir die Waffe einmal neu rausziehen, also wenn wir die einmal wegstecken und wieder rausziehen, kommt dieser Text. Aber die wird nicht zerbrechen. Macht euch da keine Gedanken, probiert es einfach mal aus. Und das war's mit diesem Video, also macht es auf jeden Fall mal nach. Und nochmal ganz kurz hier der Hinweis, falls der Glitch nicht bei euch funktionieren sollte, dann liegt es meistens daran, dass ihr zu langsam auf Plus drückt. Ihr müsst das schon ziemlich schnell auf doppelt Plus drücken und dann klappt es eigentlich meistens. Also probiert es gerne mal aus. Wenn ihr trotzdem Probleme habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch dann natürlich weiterzuhelfen. Und ansonsten Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mal wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Lasst doch ein Like, doch ein Abo, das würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.